Da ist wieder die Ruth. Die Ruth Achillier, dein Coach für mehr Lebensqualität. Und heute geht es genau um das Thema Willkommen im Leben eines Coaches, eines Trainers. Oder was ist denn das? Und was hat denn das bitte mit dir zu tun? Und weil ich heute so viel ganz Effizientes erzählen möchte, habe ich hier da wie immer so meine Notizen gemacht. Weil sonst, mein Google meint, ich will dann immer alles auf einmal erzählen. Also, mal ganz klar, mir geht es immer darum, was schon die Oma gesagt hat, vorbeugen ist besser als heilen. Und es geht vorwiegend um unsere Krankheit des 21. Jahrhunderts, das Burnout. Und was ist dann jetzt ein Coach? Ein Coach ist so wie beim Sport. Er leitet an, er stellt Fragen, er sucht mit dir zusammen nach Lösungen und trainieren. Trainieren musst du immer selber. Also ein Coach sagt dir nicht, was du zu tun hast. Ein guter Coach fragt dich auch über Körper, Geist und Seele, weil es gehört einfach alles zusammen. Es kann ja sein, dass deine Leistungen ein bisschen gemindert sind, weil dir irgendwo irgendwas zum Beispiel am Futter fehlt. Fehlernährung eben durch unseren Stress. Und der Coach ist auch so ein bisschen wie der Friseur. Da schaust du morgen in den Spiegel und dann hast du da so, oh, so eine Bad Hair Day. Und du weißt, du musst einfach was ändern. Kann ich jetzt gerade gehen und reicht ein Haarschnitt oder brauchst du da noch ein bisschen mehr? Und der Coach ist nicht mehr eigentlich wie der Friseur im Sinne von, dass es dir wieder besser geht, dass du dich wieder anschauen kannst. Er geht einfach mehr mit der ganzen Styling, mit dem ganzen Aufräumen nach innen. Er versucht auch, dich darauf aufmerksam zu machen, wo du deine Talente hast, deine Talente ausgraben, was dir gut steht, was dir nicht so gut steht. Und ich rede hier immer von Körper, Geist und Seele, was dir gut tut, was dir nicht so gut tut. Wir in der Schweiz sagen ja, Mödeli abwöhnen. Ich würde sagen, Eigenheiten, die uns limitieren, eliminieren zu lernen. Und dann ist das Leben immer eine Mannschaft. Alleine, also wie Bruder Klaus, da lebt heute niemand. Und es ist ganz wichtig, dass der Coach auch schaut, wer passt zum Team, wie könnte die Zusammensetzung besser sein. Also auf der ganzen Ebene. Und zur Mannschaft gehört auch die Familie, der Beruf, das gehört auch das Sozialleben und eben das Verhalten. Wie mache ich das? Ich mache es mal ganz pragmatisch. Nicht dramatisch. Ich bin einfach ganz klar fokussiert darauf, ohne irgendetwas zu werten. So ist es und wo ist die Lösung? Für dich. Jeder Mensch ist individuell wie die Sandkörner am Strand. Meine Tools fangen da an, sind sehr multifunktional. Das ist so wie diese, gibt es so Werkzeuge, die man mehrfach benutzen kann. Und doch braucht man halt einen Hammer und einen Meter und einen Schraubenzieher. Sonst kommt man meistens nicht sehr weit und dann vielleicht noch eine Schere. Also ich biete an, mal Gespräch, mal ein Grundsatzgespräch, mal schauen, wo stehe ich, einen Standpunkt feststellen. Dann kann man eine Standpunktanalyse machen. Die andere Möglichkeit ist die Rückführung. Und die Rückführung, da nutzen wir das Potenzial unserer inneren Bilder. Meine Rolle dabei ist, ich bin die Regie, führe dich durch deinen Film, durch dein Leben. Eine andere Variante ist, das macht man meist zusammen mit anderen Leuten, geht aber auch alleine, das Familienstellen. Das heißt, wir gehen den Ordnungen der Liebe nach. Dann gibt es die Hypnose, die ist genauso nicht für alle Menschen geeignet wie
nicht jeder Rad fahren kann oder Auto fahren oder Flugzeug fliegen, was immer. Es braucht da schon verschiedene Teile und verschiedene Werkzeuge. Das ist ein weiteres Werkzeug. Dann biete ich Seminare an, Workshops. Und mein allerliebstes Werkzeug sind die Access Bars. Und die Access Bars und Access Consciousness heißt wunderschön Empowering the People to Know that they know. Also dich ermächtigen zu wissen, dass du weißt. Von da geht es dann ganz klar, was möchtest du, was ist es dir wert, wohin soll die Reise gehen? Willst du, dass ich dich so ein Stück bis ins nächste Dorf begleite, gehst den Rest alleine, willst du mit dem Flugzeug gehen, willst du mit dem Zug gehen, wohin willst du gehen? Dabei geht es immer darum, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Das gibt es im Glückspaket, 3x, 5x, 10x, ganz nach deinen Wünschen. Dann eine Firma. Ich habe keine vorgefertigten, sagen wir mal, Seminare oder Ideen oder sagen, okay, so müsst ihr es machen. Nein, da komme ich vorbei oder wir reden am Telefon über Zoom. Wir besprechen, was ganz genau die Bedürfnisse sind, wo was besser laufen könnte. Dann mache ich eine Offerte und von da schauen wir dann weiter. Ja, was wollte ich dann noch sagen? Ja, das ist es eigentlich schon. Weil es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Es gibt keine Labels, weil die Labels bringen uns immer dahin, wo wir schon waren, die Etikette und so ist es und die Möglichkeiten sind zu. Ich möchte euch begrüßen in der Welt, am Ende dieser Welt, die ihr bis jetzt gelebt habt. Und alles, was es nicht erlaubt, dass du jetzt eine Wahl triffst, weil du hast immer eine Wahl. Möchtest du das zerstören und umkreieren? Ja? Eine Godzillion Times, Right and Wrong, Good and Bad, Poken Pots, All Nine, Shorts, Boys and Villains. Und wenn du jetzt noch aberst, also nee, kann ich nicht, will ich nicht, du hast die Wahl. Und wenn du eine Wahl getroffen hast, die gut ist, dann nimm mehr davon. Hast du eine Wahl getroffen, die mittelmäßig bis saumäßig schlecht ist, dann triff eine neue Wahl. Und eine neue Wahl würde es heißen, ruf mich an, kontaktiere mich und wir schauen, ob die Chemie stimmt, weil im Coaching ist das A und das O das Vertrauen. Und wenn das Vertrauen da ist, ist es die halbe Miete. Und mit diesem Wort wünsche ich euch einen ganzen schönen, wunderbaren Tag und ich hoffe auf bald. Es würde mich freuen, dich persönlich kennenzulernen.